Und jetzt ist er da, der grosse Moment von der Preisverleihung vom Stopp Armutspreis 2011. 40 Nominierte, 4 Kategorien, 4 Gewinner. Und in wenigen Minuten werden Sie erfahren, wer die Gewinner sind, wer heute mit diesen Preisen wird heimgehen. Aber dass man einen Gewinner verkünden kann, muss man ja zuerst auch einen Gewinner küren. Und für das haben wir eine hochkarätige Jury gehabt, wo wir uns sehr freuen, weil sie heute fast vollständig da ist. Ich würde sagen, das ist ein Applaus für die Jury. Ich bitte sie gerade auf die Bühne. Man könnte das jetzt noch so wie in einer Fernsehshow noch ganz lang in die Länge ziehen, noch ein paar Werbeunterbrüche, aber ich würde sagen, das lassen wir alles weg. Wir fangen doch gerade an mit dem ersten Preis. Also, einer dieser Preise ist der sogenannte Predigpreis. Mein Name ist Hans-Peter Schmutz. Ich gehöre zu dem Team, das den Predigpreis verliehen hat, mit dem Stefan Hochstrasser zusammen, dem roten Stopp Armutliebli, links aussen. Leider nicht da ist Patricia Grebasch, wo er dazugehört. Ich bin die Schuld für die Zeitschrift, für die gefährliche, die ihr in Unterlage habt, Magazin Insist. Und du jede Woche eine Predigt lektoriere für Radio Life Channel und andere spannende Sachen. Von dort her hat es mir sehr Wunder genommen, wie viele Leute, wie viele Prediger, Predigerinnen, Pastorinnen und so weiter, eine Predigt einreichen, wenn man sagt, mache doch eine Predigt zum Thema soziale Gerechtigkeit. Und erstaunlicherweise haben wir nicht weniger als 10 solche Predigten bekommen. Wir sind völlig überrascht worden. Letztes Jahr waren es 5 gewesen. Also wir plötzlich enorm viel zu tun bekommen. Und etwas Zweites, was mir aufgefallen ist, wir haben sehr viele Predigten aus dem Freikirchenraum bekommen. Wir sagen immer, Landeskirche, ich bin im Moment in der tätig, die ist sozial engagiert, aber nicht so fromm. Und die Freikirchen sind fromm, aber dafür weniger sozial engagiert. Und das Vorurteil ist definitiv widerlegt. 10 solche Predigen und mehrheitlich aus freikirchlichen Kreisen. Hat mich sehr begeistert, diese Feststellung können zu machen. Jetzt hat unser Preisträger leider das Pech, dass die Person, die den Preis überreichen soll, Patricia Grebasch, nicht da sein kann. Sie hat ganz kurzfristig mich gefragt, machst du das doch für mich? Hat mir auch ihre Unterlagen gegeben, was sie hätte gesagt. Das kann ich zum Teil zitieren von ihr, aber ich kann auf keinen Fall ihren Charme auf die Bühne bringen. Also es gibt jetzt einfach eine sehr trockene Preisverleihung. Wir haben 3 Sachen haben wir beurteilt oder angeschaut in diesen Predigten. Das eine ist, das Thema wirklich behandelt? Geht es um soziale Gerechtigkeit? 2 Punkte war, ist es theologisch überzeugend umgesetzt? Also ist es wirklich eine Bibelauslegung oder ist es einfach eine Propagandapredigt zu diesem Thema? Und das Dritte war, hat die Predigt eine Wirkung im Sinn von, dass sie aufruft zum sozialen Engagement und aufruft zur sozialen Aktion der Gemeinde? Diese harten Kriterien haben wir an diesem Manuskript gelegt. Und haben nachher Noten vergeben, Schulnoten in der Schweiz, also die 6 sind das Beste. Und ich kann sagen, wenn ich mich richtig erinnere, sind alle von diesen 10 Predigten haben mindestens ein 5 im Schnitt. Und dann hat es ein paar gehabt, die ganz gut waren und es war extrem schwierig, sich zu entscheiden. Wir mussten es machen. Wir haben nachher eine Predigt genommen vom Pastor Martin Benz. Vineyard-Gemeinde Basel, komm doch führen. Er versteht meine Mundart. Also fahre ich so weiter. Wir sagen ganz kurz, warum das so eine gute Predigt ist und du kannst nachher selber etwas dazu noch sagen, ob das wirklich stimmt. Aber unser Eindruck war so. Die Predigt fährt an, ganz harmlos, mit einem Schild, PowerPoint, bitte nicht stören. Wir haben nachher herausgefunden, es war eine Predigreihe, wo es um Störungen, potenzielle Störungen gegangen ist, wie Christen könnten gestört werden. Und eine Störung ist eben die soziale Frage. Das Ganze hat er aufgebaut wie ein Krimi, schreibt hier Patricia. Ein sehr spannender Ablauf in dieser Predigt. Und was uns
besonders begeistert hat, das war jetzt mehr ein theologischer Gesichtspunkt. Du hast über Sodom und Gomorra hast du predigt und wir wissen alle, Sündenpfuhl und so weiter, das ist eine sexuelle Perversion. Also all die Geschichten sind bekannt von Sodom und Gomorra. Du hast nachher eine geniale Verbindung gemacht mit einer anderen Stelle im Alten Testament, wo die Sünde von Sodom und Gomorra noch erweitert und zum Teil vielleicht sogar umgedeutet wird. Dort ist nämlich die Rede davon, dass Sodom und Gomorra eine andere Hauptschuld hatte, also nicht sexuelle Perversion, sondern Hochmut, Leben im Überfluss, in sorgloser Ruhe, das Versäumnis, die Weigerung, den Armen und den Bedürftigen beizustehen. Also Sodom und Gomorra war eine sündige Stadt im Sinn von, sie hat die soziale Gerechtigkeit nicht ernst genommen. Und plötzlich gehört zu Sodom und Gomorra auch zum Beispiel die Schweiz. Man fühlt sich plötzlich angesprochen. Eine ganz geniale Kombination, die du da gemacht hast, die uns rein theologisch auch begeistert hat. Du hast nachher auch sehr viel geredet, was man könnte machen als Gemeinde, als Einzelne. Und vor allem hast du sehr persönlich auch geredet. Du bist selber anscheinend von diesem Thema noch nicht so lange erreicht. Du bist selber betroffen worden und das hat man rausgespürt. Aus dieser Predigt hat es auch sehr gefallen. Die Methodik war sehr gut. Gute Folien, Illustrationen, Videoclips, eine gute Auswahl. Und etwas, was ich jetzt wirklich Patricia muss zitieren, du hast sehr packend geredet. Die Predigt hat mich gepackt, tief getroffen, beeindruckt und nachhaltig geprägt. Ist doch schön, man kann sagen für eine Predigt, oder? Herzliche Gratulation. Es gibt ja noch ein bisschen mehr nebst dem Ständer da zum Aufstellen. Das kommst du auch noch über. Jetzt kannst du etwas sagen, wenn du willst. Nein, du musst etwas sagen. Die Frage ist, wie lange? Ganz kurz, also herzlichen Dank, dass ihr euch so entschieden habt. Ich fühle mich sehr geehrt. Und es gibt das Sprichwort, Worte sind Schall und Rauch. Als Prediger hat man natürlich die Hoffnung, dass mit den Worten, die man spricht, man etwas bewegen kann, auslösen kann, Menschen zu Taten veranlassen kann. Und das war sehr meine Hoffnung, weil mich nämlich bestimmte Bibelstellen und Geschichten aus der Bibel selbst veranlasst haben, tätig zu werden. Ich war wirklich so ein armutresistenter Mensch. Als Vineyard ist der Wert den Armen dienen schon immer da gewesen und ich habe mich von dem nicht berühren lassen. Irgendwie habe ich keinen Zugang gehabt zu diesem Thema. Und in den letzten Jahren hat sich das sehr verändert, auch in unserer ganzen Gemeinde hat sich da was sehr verändert. Und die Auswirkung davon war, dass ich gedacht habe, jetzt müssen wir anfangen, darüber zu reden. Es ist so, wie du es schilderst. Entweder man ist fromm und nicht so sozial oder es ist andersrum. Wir haben gesagt, das kann nicht so weitergehen. Wir müssen den festen Glauben an Jesus Christus unbedingt kombinieren mit einer Verantwortung für die Welt und sozialem Verhalten. Und da war diese Predigtserie so ein ganz wichtiger Meilenstein für uns. Und ich freue mich natürlich, dass das so wahrgenommen wurde. Und es ist ein bisschen ein Ausdruck meiner Reise, meiner Geschichte. Und wenn man dann andere mit auf diese Reise nehmen kann, ist das was ganz Schönes. Also vielen Dank.